Ich werde mit Cruz zurückkommen. Wieso hast du das nicht getan? Was sollte ich denn machen? Ich konnte nicht länger auf euch warten. Ich musste los. Na, und du siehst, wohin dich das gebracht hat. Woher weißt du eigentlich, dass ich hier bin? Julia hat es mir gesagt und du hast Glück, dass ich sie gefragt habe. Oh Mann, hoffentlich erfährt keiner von der Sache. Im Moment kann ich Publicity dieser Art nicht gebrauchen. Richtig. Es war ein Fehler von mir, zu Dashs Boot zu gehen. Ja, ich weiß, genau, dass es falsch war. Gut, dass du es einsiehst. Und, geht's dir jetzt wieder einigermaßen? Ja, natürlich. Es geht mir gut. Ich bin nur eine Treppe heruntergefallen. Hey, was geht hier vor? Ist mit euch alles in Ordnung? Ja, ich habe ein paar blaue Flecken, aber ansonsten ist alles okay. Sie wollte sich unbedingt mit Dieter allein treffen. Das hat sie nun davon. Mit Dieter? Ich denke, Dash Nichols wurde eingesperrt, weil er sie zusammengeschlagen hat. Was hat Dieter damit zu tun? Sie dürfen nicht glauben, was man sich über Dash erzählt. Er hat mir nichts getan. Ich bin selber schuld. Es ist mir passiert, als ich vor Dieter weggerannt bin. Ich bin gestolpert und bin die Treppe runtergefallen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich mich verstecken sollte, also bin ich auf Dashs Hausboot gegangen. Ich weiß, dass das dumm gewesen ist. Und wieso sind Sie überhaupt vor Dieter weggerannt? Weil er von mir was wollte. Und das wollte ich verhindern und deswegen rannte ich lieber weg. In der Eile wusste ich doch nicht, wohin. Dash hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Er muss rausgehalten werden. Na, hör mal, da steckt doch mehr dahinter. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Nein, wenn ich dir doch sage. Er hat nichts getan. Lass ihn in Ruhe. Er ist unschuldig. Ja, das kann schon stimmen, was du sagst. Aber ich denke, das ist doch nicht alles. Das Problem ist, wenn wir die Wahrheit über Dash erzählen, dann riskieren wir leider, dass unsere Tarnung auffliegt. Sie sind Dash Nichols? Sie sind der Kerl, der ein Verfahren wegen Vergewaltigung von Julia Wainwright am Hals hatte. Ich bin der Typ, dessen Unschuld bewiesen wurde. Das müssten Sie eigentlich aus Ihren Akten ersehen können, Sir. Ja, sieht so aus, als wären Sie wieder dran. Sie haben eine junge Frau so zusammengeschlagen, dass sie noch bewusstlos war, als wir eintrafen. Und wir wissen, dass Sie sie vergewaltigt haben. Ich habe Sie nicht angerührt. Ist das klar? Wollen Sie etwa, dass ich Ihnen ein Verfahren wegen übler Verleumdung anhänge? Ach, Sie wollen mir Angst machen? Dann können Sie uns auch gleich anzeigen, weil wir Fingerabdrücke von Ihnen nehmen und Sie fotografieren. Das werden wir jetzt nämlich tun. Allerdings glaube ich nicht, dass Sie damit Erfolg haben. Ich will meinen Anwalt sehen. Ja, aber lieber wäre Ihnen doch eine Anwältin, nehme ich an. Mit der wären Sie dann gern allein, was? Kerle wie Sie sind alle gleich. Flynn wurde behandelt und wieder entlassen. Was ist mit Dash? Im Moment sind sie dabei, ihn zu verhören. Willst du? Nein, danke. Ich hoffe, er wird endlich die gerechte Strafe bekommen, die er verdient. Die Puzzleteile wollen irgendwie nicht zusammenpassen. Hat Flame gesagt, was sie eigentlich auf dem Hausboot zu suchen? Na, wie sollte sie denn? Als ich kam, war sie bewusstlos und dann hat man sie ins Krankenhaus transportiert. Sie sah ziemlich seltsam aus. Sie trug eine schwarze Perücke. Ich weiß auch nicht. Vielleicht sind sie und Dash etwas pervers. Wie auch immer, er hat ihr nicht gut getan. Sie wurde zur gleichen Zeit wie Quinn verhaftet. Er wurde auf Kaution freigelassen. Aber was macht sie in der Stadt? Sie sollte im Gefängnis sein. Hast du gesehen, was passiert ist? Nicht so richtig. Ich habe lediglich gesehen, wie er sie angegriffen hat. Ein Glück, dass ich dazu kam. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht nur bei ein paar blauen Flecken geblieben. Bestimmt wäre es schlechter für sie ausgegangen. Ich bin sicher, dass irgendwas faul daran ist. Ja, sogar sehr faul. Weißt du, warum sie dort gewesen ist? Das kann ich nicht sagen. Du weißt es aber, stimmt's? Nun gut, da du mich nicht einweihen willst, werde ich meine eigenen Erkundigungen einholen müssen. Dash hat sich nun endgültig als undurchsichtiger Typ für mich entlarvt. Ich kann dir nur sagen, es tut mir aus tiefstem Herzen leid, dass ich je etwas Nettes über diesen Mann gesagt habe. Und
Du bist also wirklich überzeugt davon, dass unser Freund etwas im Schilde führt? Oh ja, ganz sicher, das kann man wohl sagen. Aber ich weiß nicht was. Gut, dann pass weiter schön auf. Ganz schnell einen großen Whisky, bitte. Trinken wir, um zu feiern oder um etwas zu vergessen? Nein, wir trinken aus medizinischen und therapeutischen Gründen. Ich hatte ein schreckliches Erlebnis heute Abend. Danke. Erzähl's mir. Ich bin ein Fachmann für schreckliche Erlebnisse. Ich werde demnächst ein Buch darüber schreiben. Dann wird dir meine Geschichte bestimmt gefallen. Der Schnickels hat heute Flame auf seinem Boot zusammengeschlagen. Was? Glücklicherweise habe ich es gesehen und konnte die Polizei rufen. Erzähl weiter. Sie kamen gerade noch rechtzeitig. Sie konnten das Schlimmste verhindern. Sie wurde ins Krankenhaus gefahren, sie war bewusstlos. Warte mal, heißt das etwa, Flame ist nicht mehr im Gefängnis, sondern läuft frei durch die Gegend? Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Julia weiß es und sie ist nicht davon begeistert. Hast du gehört, ob er sie auch vergewaltigt hat? Nein, die Polizei ist ja noch rechtzeitig gekommen. Merkwürdig. Er hat sich ganz offenbar nicht unter Kontrolle. Die Frage ist, warum sie das nicht bei der Verhandlung erkannt haben. Ich weiß es, weil sie genauso naiv und leichtgläubig waren wie ich. Kannst du mir mal sagen, wozu ich hier sitze? Du unterhältst dich hervorragend mit dir selbst. Unvorstellbar, dass ich mich von seiner schönen Fassade habe täuschen lassen. Schlimmer ist, dass du Julia nicht vertraut hast, deiner eigenen Schwester. Mason, ich mache mir selber schon genug Vorwürfe, also halte ich mit deinen weisen Ratschlägen zurück. Ich habe es mir wirklich nicht einfach gemacht. Aber vielleicht sind meine Sünden jetzt endlich gesühnt und vergeben. Es ist interessant, dass du zufällig dazu kamst, als es passiert. War es nicht schon sehr dunkel? Konnte man denn noch was erkennen? Ich hatte mein Fernglas dabei. Es war noch hell genug. Na, so ein Zufall. Oder trägst du immer ein Fernglas mit dir in der Tasche herum? Willst du meine Aussage anzweifeln und mich als unglaubwürdig verstehen? Ich versuche nur zu verstehen, wie du diese Beobachtung machen konntest. Oder ist dir vielleicht plötzlich deine neue Leidenschaft als Detektivin vergangen? Oh, behalte deine Witze für dich. Fakt ist, ich hatte Schreie vernommen und bin zum Fenster gegangen und durch mein Fernglas konnte ich alles genau sehen. Und ich weiß nicht, was noch passiert wäre, wenn ich es nicht beobachtet hätte, also sei ruhig. Augusta, Augusta, ich wollte dich doch nicht kränken. Ich würde dir gerne einen guten Rat geben, also du solltest dir doch einmal überlegen, eine etwas andere Art des Umgangs zu finden. Eine weniger heftige. Gegenüber Julia vor allem. So fremd wie jetzt seid ihr euch doch noch nie gewesen. Das weiß ich alles selber. Ich habe versucht, mit ihr darüber zu reden. Vorhin habe ich dir gesagt, dass ich mich fürchterlich fühle, weil ich daran gezweifelt habe, dass sie damals vergewaltigt wurde. Es ist offensichtlich, dass Dish krank ist. Ich sagte ihr, dass man ihn einsperren sollte. Ja, das habe ich ihr gesagt. Da bin ich ganz deiner Meinung und wahrscheinlich wird es auch passieren. Dafür wird Julia sorgen. Dafür wird sie sorgen. Warte mal. Warum willst du schon gehen? Bleib doch noch hier. Kannst du nicht noch hier bleiben und mit mir reden? Ich bin so durcheinander. Das würde ich gerne tun, aber ich muss jetzt zur Polizei gehen. Ich will keine einzige Minute versäumen, wenn es Mr. Nichols endlich ein für alle Mal an den Kragen geht. Ich bin auch gespannt darauf. Na los, geh ruhig. Ich möchte wissen, was ich mit ihm anstelle. Ich auch. Bis bald. Na, wir werden sehen. Abwarten und die Ruhe bewahren. Hans, wo ist Chantal? Gut, dann suchen Sie weiter. Rufen Sie alle Krankenhäuser an. Und wenn Sie sie gefunden haben, dann melden Sie sich bei mir. In Ordnung. Ihr wisst, Dash hat nicht das Geringste mit der Sache zu tun. Und ihr müsst ihn unbedingt aus dem Gefängnis rausholen. Der Mann hat schon genug durchgemacht, findet ihr nicht? Ich denke, wenn wir Dash laufen lassen, haben wir eine Menge Probleme. Dann sagen Sie ihm, dass er auf keinen Fall über die Sache Hören reden Sie darf. Auf, das Flame. Muss doch gehen.
Ich hoffe, dass wir morgen schon mehr darüber wissen. Bis dahin werden wir uns aber erst einmal auf Dieter konzentrieren. Das finde ich auch. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie mit ihm allein waren? Warum haben Sie ihn nicht hingehalten, bis Cruz kommen konnte? Na, das habe ich doch versucht. Sie hat es wirklich versucht. Sie hatte mir Bescheid gesagt, aber ich konnte Cruz nicht finden. Es tut mir leid, es war meine Schuld. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich hatte ein paar private Dinge zu tun. Entschuldigt bitte, aber mehr kann ich nicht sagen. Ich will nicht, dass ihr euch streitet. Wir sollten lieber überlegen, was wir tun können. Also, wenn es nach mir gehen würde, statten wir Dieter einen Besuch ab und quetschen ihn aus. Heute mit Dieter zu konfrontieren, das können wir nicht verantworten. Nein? Nein. Dann übernimmst du lieber dafür die Verantwortung, was hier passieren wird, wenn Dieter und... Portion freigelassen und das nur, um einen Polizeiofficer zu Michael, ärgern. Michael, nimm es nicht so tragisch. Sie hat recht, es war meine freie Entscheidung. Ich habe es so gewollt. Ja, aber du hattest keine Ahnung, was es wirklich bedeutet. Ich möchte dir sagen, ich finde es unverantwortlich, was du vorgehabt hast. Wenn dir dein Leben egal ist, gut, das ist deine Sache, aber du hast ganz bestimmt nicht das Recht, das Leben anderer Menschen irgendeiner Gefahr auszusetzen. Es wäre besser, wenn du dich da raushalten würdest. Nein, im Gegenteil. Ich werde mich noch mehr reinhängen, weil es euch offensichtlich nicht kümmert. Du hast es selbst gesagt und Cruz ebenso. Euch ist völlig egal, was mit ihr passiert. Ihr sitzt ruhig zu Hause und schickt sie in die Höhle des Löwen. Seht euch an, was man mit ihr gemacht hat. Und wenn ihr das wollt, dann macht weiter so. Schickt sie vor. Ich weiß nur nicht, was sie von der ganzen Sache hat. Es tut mir leid. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Liebend gern würde ich selber zu Dieter gehen und ihn mir vorknöpfen. Nein, wir müssen beide zusammen hingehen, sonst wird er misstrauisch. Ich bin einverstanden, Cruz. Ich werde mitgehen. Ich hätte allerdings die eine Bedingung, dass Sie Dash aus dem Gefängnis rausholen, Julia. Und es interessiert mich überhaupt nicht, mit welchen Mitteln Sie das machen. Ich schwöre Ihnen, dass er unschuldig ist. Ich werde darüber nachdenken und dann weitersehen. Sie haben nun die freie Entscheidung. Entweder Sie gehen mit Cruz oder Sie gehen in Ihr Bett. Aber wie dem auch sei, die Bedingungen für Dashs Entlassung werden nicht von Ihnen gestellt. Tut mir leid, dass ich nicht pünktlich war. Kein Problem. Sie arbeiten für Julia, das wusste ich ja gar nicht. Dass ich für sie arbeite, ist etwas übertrieben. Ich helfe ihr ab und zu aus. Ist doch egal, was Sie jetzt machen. Die Hauptsache ist, dass Sie da sind. Ich würde Ihnen gern etwas beichten. Sagen Sie es ruhig, was auch immer es ist. Es mag Ihnen komisch vorkommen, aber dies ist das erste Rendezvous meines Lebens. Sie machen einen Scherz. Das ist kein Scherz. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich bin mit anderen Rad gefahren und auch oft gewandert. Aber vielleicht nennt sich das auch Rendezvous. Nein, das zählt nicht. Ich bin Ihr erstes Rendezvous. Ich mag dieses Restaurant besonders gern. Für mich hat es ganz viel mit Mason zu tun. Es gibt bestimmt Leute, denen das weniger gefällt. Denken Sie? Ja, aber Hauptsache Ihnen gefällt es. Können Sie Mason nicht leiden? Ich kenne ihn dafür nicht gut genug. Er ist wirklich sehr nett. Ganz sicher. Wussten Sie eigentlich, dass der Club Masons Idee war? Ja, es ist alles von ihm. Er hat ihn ganz allein entworfen. Er hatte viel Ärger, ehe er bauen konnte. Es waren eine Menge Leute dagegen. Umweltgruppen, andere Baugesellschaften, aber er hat es doch geschafft. Mason macht so viele interessante Dinge. Er macht eine Menge Geschäfte, aber er trägt auch eine poetische Seele in sich. Ja. Oh, Miss 3 Millionen Mark, ich freue mich, Sie hier wiederzutreffen. Guten Abend, Herr Dieter. Das ist mein Freund Amado Gonzalez. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich möchte Ihr Gespräch nicht unterbrechen. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Sie gerne engagieren würde. Ich hätte ein paar Verträge zu übersetzen. Hätten Sie dafür Zeit? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde erst gerne mit Mr. Capul reden, weil ich im Moment für ihn arbeite. Ja, natürlich. Reden Sie mit ihm und lassen Sie es mich so bald wie möglich wissen. Es wäre für mich eine große Erleichterung. Sie können ihm auch sagen, ich werde mich für den Gefallen bei ihm gern revanchieren. Ich will Sie nicht länger stören. War nett, Sie kennengelernt zu haben. Es hat mich auch gefreut, Sir. Ja, gut, lassen Sie. Ist er etwa immer so? Nein, das kann ich nicht sagen. In Deutschland ist er ein sehr bekannter Geschäftsmann. Er wird von seinen Partnern respektiert und vor allem gefürchtet. Aha. Was respektieren Sie? Da muss ich nachdenken. Harte Arbeit? Aha. Courage? Ja. Ich finde es nicht wichtig, ob ein Mensch ein großes Haus hat oder ein großes Auto fährt. Das ist egal. Ist das Herz eines Menschen wichtig? Ja, genau. Wer hat ein gutes Herz? Es ist nicht immer ganz leicht, das herauszukriegen. Ja, das können Sie laut sagen. Mache ich aber nicht. Ich möchte Sie nämlich nicht langweilen. Wenn ich Sie recht verstehe, wollen Sie nicht in einem tollen Haus wohnen und ein schickes Cabriolet fahren. Nein, ich will das alles nur nicht gegen nette Menschen eintauschen. Cici, Sophia, Mason, Rosa und Kelly. Sie alle tragen ein gutes Herz in sich.
Ich habe mit der Frau geredet. Es war alles ein Missverständnis. Und sie will darum bitten, die Anzeige wieder zurückzuziehen. Sie ist aber brutal zusammengeschlagen worden. Nun, wenn sie zusammengeschlagen worden ist, dann nicht von Mr. Nichols. Wir haben also keinen Grund, ihn länger bei uns zu behalten. Es geht doch nicht nur um die Frau. Er ist auch hier wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Und dieses Problem hatten wir schon mal mit ihm. Ich verstehe Sie sehr gut, Lieutenant. Aber das ist schon das zweite Mal, dass er unbegründet inhaftiert wurde. Julia? Augusta, nicht jetzt. Ich bitte Sie umgehend, ihn freizulassen. Bevor er entlassen wird, bringen Sie ihn her. Danke. Wie Sie wünschen, Mrs. Wainwright. Ich hole ihn. Danke. Ist das dein Ernst? Du willst ihn laufen lassen? Ja. Du willst ihn freilassen nach dem, was er getan hat? Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Wozu habe ich ihn angezeigt? Augusta, halte dich da bitte raus. Und das Gleiche gilt auch für dich. Sagte ich was? Nein, aber ich kenne dich nur zu gut. Ich will, dass ihr geht, bevor ihr hergebracht wird. Was soll das? Ich war Augenzeugin, als es passierte. Ich habe den Typ angezeigt, also habe ich das Recht zu erfahren, was los ist. Gut, wenn du unbedingt willst. Ich hatte ein Gespräch mit Flame Beaufort. Sie sagte, es war ein Missverständnis. Ein Missverständnis? Was soll das heißen? Wenn es das war, ist Dash daran schuld. Ich kann dir nicht sagen, was er getan hat. Also lassen wir die Sache am besten fallen. Das wäre mein Vorschlag dazu. Hier ist der junge Mann. Ich kann nicht fassen, was hier passiert. Dash, ich habe mit Flame geredet. Du bist in allen Punkten freigesprochen. Es war alles nur ein Missverständnis. Wie geht es ihr? Es geht ihr soweit gut. Hat Flame euch gesagt, was wirklich passiert ist? Ja, das hat sie. Sie sagte, dass sie von einem Fremden angegriffen und zusammengeschlagen worden ist. In ihrer Angst rannte sie zu dem Hausboot. Der Mann folgte ihr, aber als sie anfing zu schreien, ließ er sie los und rannte weg. Und dann hat sie das Bewusstsein verloren. Was kannst du dazu sagen? Ich kam rein und sah, dass sie bewusstlos auf der Erde lag. Was anderes kann ich nicht sagen. Dann weiß ich nur noch, dass deine Schwester mich angezeigt hat. Als dann die Polizei eintraf, mussten sie annehmen, du hättest sie zusammengeschlagen. Aber Julia, ich habe es gesehen, ich... Sagen Sie mir bitte genau, was Sie sehen konnten. Was konnten Sie wirklich sehen? Sagen Sie es mir. Ich habe gesehen, wie Sie Flame angefasst haben. Nein, Sie möchten es wahrscheinlich gesehen haben, aber das ist unmöglich, weil es nicht so gewesen ist. Sie meinen, es müsste... Es wäre ein anderer Mann gewesen? Ein Mann, von dem Sie angenommen haben, dass ich es war. Ja, möglicherweise. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Warum sind Sie vorhin so überzeugt gewesen? Es war schon etwas dunkel. Ich hätte schwören können, dass Sie es gewesen sind. Aber er war es nicht. Du bist frei und kannst gehen, aber vorher würde ich gerne noch etwas... Einen Moment. Er kann doch nicht so einfach freigelassen werden. Ich glaube, was Augusta sagte. Wahrscheinlich will Flame keine Anzeige erstatten, weil er ihr gedroht hat und sie jetzt Angst hat. Oder sie findet es toll, geschlagen zu werden. Du Schwein, überleg dir, was du sagst. Seien Sie ruhig, oder wollen Sie schon wieder eine Anzeige? Sie wollen doch entlassen werden, oder nicht? Es ist mir egal, was ihr von ihm denkt. Ich bin überzeugt, dass er unschuldig ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt gehen würdet, weil ich mit Dash alleine reden will. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Kann ich unter vier Augen mit dir reden? Ja, natürlich. Ich komme gleich wieder. Amado, Katharina, hallo. Hallo. Ich habe gesehen, wie Sie sich vor ein paar Minuten mit Helmut Dieter unterhalten haben. Kennen Sie ihn vielleicht aus Deutschland? Nein, nicht aus Deutschland. Ich hatte dort schon von ihm gehört, aber ich habe ihn erst durch Mr. Capwell kennengelernt. Ach so. Ich war nur neugierig, weil ich ihn mal kennengelernt habe. Ich hatte mit ihm lediglich geschäftlich zu tun. Es scheint hinter ihm mehr zu stecken, als man im ersten Moment ahnt. Ja, genau. Man kennt ihn in Deutschland als harten und unerbittlichen Geschäftsmann. Vielleicht verhält er sich nur seinem Umfeld entsprechend. Ja, vielleicht. Warum interessieren Sie sich eigentlich für Herrn Dieter? Ich bin nur etwas neugierig. Und natürlich hat es auch noch einen anderen Grund. Es sieht aus, als ob er Teilhaber der Oase wird. Ich glaube, dass es nicht würde, wenn man genaueres über ihn wüsste. Tut mir leid, aber da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Das macht nichts. Ist nicht so wichtig. Also dann, ihr beiden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, danke. Danke. Wo waren wir gleich? Einen Kaffee, bitte. Ohne Zucker. Sie haben Ihren Freund Dieter verpasst. Ach, was Sie nicht sagen. Ja, er ist vor ein paar Minuten gegangen. Helmut Dieter ist nicht mein Freund, okay? Zum Glück habe ich ihn verpasst. Es wäre nicht sehr angenehm mit uns geworden. Ja? Hier spricht Raoul. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Ja, das wäre auch in meinem Interesse. Wo sind Sie? In der Lobby. Oh, dann würde ich Ihnen vorschlagen, dass Sie gleich in meine Suite kommen. Hans,
Raoul und Chantal sind jetzt auf dem Weg zu mir. Ich möchte, dass sie warten. Vielleicht brauche ich sie. Halten Sie sich nebenan auf und bleiben Sie wachsam. Ich höre jetzt den Aufzug kommen. Hallo Chantal, ich habe mir schon Sorgen um Sie gemacht. Ich hoffe, es geht Ihnen besser und... Nein, geht es nicht. Und deswegen sind wir hier. Ihre Methode, Geschäfte zu machen, gefällt mir gar nicht. Sie können ganz beruhigt sein. Was zwischen mir und Chantal geschehen ist, war ein reines Missverständnis. Es muss von Ihnen nicht überbewertet werden. Es lohnt sich nicht. Darf ich erfahren, was Sie der Polizei erzählt haben? Gar nichts. Sie konnten mich nicht sehen. Ich hatte mich versteckt. Das war klug von Ihnen. Ich würde es gern vermeiden, dass in der Zeitung über uns beide geschrieben wird. Möchten Sie vielleicht etwas trinken? Danke, nein. Ich möchte lieber eine Erklärung von Ihnen. Ich bin anderer Ansicht als Sie. Für mich war das alles kein Missverständnis. Sie haben mich eine Hure genannt. Ich habe den Eindruck, Sie haben das alles viel zu ernst genommen. Es ist doch nur ein Scherz von mir gewesen. Mir war so, als hätte ich von Ihnen gehört, dass Sie diese Art von Vergnügen schätzen. Oder bin ich da falsch informiert? Ich schlafe nur mit Männern, die ich mir ausgesucht habe und nicht mit einem Schwein, das sich aufdrängt. Ich kann Ihnen versichern, Sie würde ich niemals in die engere Wahl nehmen. Wir sind nicht darauf angewiesen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wir kennen auch noch eine ganze Menge anderer Leute. Da, wo ich herkomme, gibt es einen Ehrenkodex und es ist eine Pflicht für alle, sich auch danach zu richten. Der Respekt vor Frauen ist ein Bestandteil dieses Kodex und ich werde mit niemandem Geschäfte machen, der sich nicht daran hält. Verstehen Sie mich? Raoul, ich denke, dass wir unsere persönlichen Gefühle auf keinen Fall mit den geschäftlichen vermischen sollten. Es ist richtig, dass wir noch andere Partner hätten. Aber wir haben schon eine Vereinbarung getroffen und von Mr. Dieter hört man, dass man sich absolut auf ihn verlassen kann. Es mag sein, dass man sich auf ihn verlassen kann, aber er ist ein Ganove und das wird doch so bleiben. Ah! Raoul! Stehen Sie auf! Pass auf, er hat eine Waffe! Ich möchte mich für dieses Missverständnis entschuldigen. Es tut mir leid, dass das passiert ist. Du bist frei. Es wird keine Anklage erhoben. Ich kann also gehen? Soll das heißen, ein unschuldiger Mensch darf wieder die Freiheit genießen? Was für ein wunderbares Urteil. Deinen Sarkasmus kannst du dir schenken. Wie soll ich ohne meinen Sarkasmus diese Situation ertragen? Ich bin heute irrtümlich verhaftet worden. Ich wurde gegen meinen Willen für lange Zeit eingesperrt. Ich bin logischerweise nicht zum Spaßen aufgelegt. Ich bitte dich dafür um Entschuldigung. Oh, ihr macht euch das aber einfach. Ihr verhaftet die Leute und sperrt sie vorübergehend ein. Und wenn ihr merkt, dass sie unschuldig sind, braucht ihr euch nur zu entschuldigen. Weißt du, was ich jetzt unbedingt möchte? Ich würde gern Flame sehen. Ich möchte wissen, ob es ihr auch wirklich gut geht. Mach dir keine Gedanken, Flame geht es bestens. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Sie wurde verarztet und entlassen. Hast du die Absicht, den Typen, der sie angegriffen hat, zu suchen oder nicht? Natürlich tun wir das. Wir unternehmen alles, um den Kerl einzusperren. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Ach, ein ganz normaler Vorgang? Das hört sich nicht so an, als wenn es euch wirklich interessieren würde. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, sie ist dir egal, weil du sie nämlich nicht magst. Aber ich mag sie. Und ich mache mir Sorgen um sie. Ich will, dass der Fall aufgeklärt wird und ihr Gerechtigkeit widerfährt. Kannst du mir auch sagen, wie du dir das vorstellst? Ganz einfach, ich werde zu ihr gehen und sie bitten, mir eine genaue Beschreibung des Mannes zu geben, der sie zusammengeschlagen hat. Und dann werde ich ihn finden. Und wenn es sein muss, jage ich ihn um die ganze Welt. Nein, das werde ich nicht zulassen. Du wirst gar nicht in die Nähe von Flame kommen. Was? Höre ich richtig? Ich darf nicht in ihre Nähe? Und wieso? Du hast nicht das Recht, mir das zu verbieten. Ich kann dich davon abhalten, sie heute Nacht zu sehen, wenn du mich dazu zwingst. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte theoretisch das Recht, dich heute Nacht hier zu behalten. Und dazu wären nicht einmal Formalitäten nötig. Und das würdest du tun. Auch wenn du wüsstest, dass ich unschuldig bin. Das ist deine Vorstellung von Gerechtigkeit. Mir ist das alles völlig unverständlich.
Ich komme mir wie eine Idiotin vor. Wenn das wahr ist, was Julia sagt, dann ist Dish unschuldig. Das ist doch furchtbar, dass ich die Polizei gerufen und ihn beschuldigt habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man gegen ihn für etwas, was er nicht getan hat, Anklage erheben wird. Das ist unvorstellbar. Ich habe auch Angst, dass er sich an mir rächen wird. Er hat mich angerufen und dann gesagt, dass ich dafür bezahlt werde. Keine Angst, Augusta. Du darfst dich von ihm nicht einschüchtern lassen. Und wenn er das versuchen sollte, ruf mich sofort an. Es wird ein Vergnügen für mich sein, das persönlich mit ihm zu klären. Du hast nicht den Ausdruck seiner Augen gesehen. Ich glaube aber, dass er mich umbringen will. Du hast nichts Unrechtes getan. Du bist unschuldig. Unschuldig. Ich glaube, dass das, was wir heute Abend gehört haben, noch nicht alles ist. Du weißt doch genau, in der Beziehung lügt Julia nicht. Und selbst wenn er unschuldig ist, sie hasst ihn. Sie würde nie zulassen, dass man ihn freilässt. Da ist mehr dran, als wir denken. Genau das Gleiche habe ich eben zu dir gesagt. Mehr und mehr richtet sie sich nach ihrer Intuition. Wollen wir beide noch etwas zusammen trinken? Was denkst du? Ich glaube, wir sollten uns den irdischen Dingen zuwenden. Nein, danke. Ich werde lieber nach Hause gehen. Ich muss über alles nachdenken. Kann ich noch was für dich tun? Nein. Du bist außerordentlich nett gewesen. Ich konnte den kleinen Schutzengel sehen, der sich in dir versteckt. Oh je. Ich danke dir für deine moralische Hilfestellung. Schon gut. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Julia uns bald alles erklären wird. Ich glaube nicht, dass ich mich in ihr täusche. Mason, gute Nacht. Gute Nacht. Also, wer weiß über die Angelegenheit mit Dieter noch Bescheid, außer Ihnen und Cruz? Flame, ich könnte mir vorstellen, dass Sie es weiß. Cassie, lassen Sie mich doch in Ruhe. Es geht etwas vor. Wollen Sie, dass unschuldige Menschen da hineingezogen werden? Ich möchte das auf keinen Fall das mit ansehen. Das will ich auch nicht, aber Sie machen Ihren Job und ich mache eben meinen. Und was ist mit Katharina Reiker? Dieter hat Sie gefragt, ob sie Lust hätte, für ihn zu arbeiten. Das haben Sie nicht gewusst, oder? Ich würde gern wissen, wie Sie sich Ihren Job vorstellen. Sie müssen sich nicht beunruhigen. Ich weiß, was ich zu tun habe. Oh, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen und ich werde heute Nacht ruhig schlafen. Weil ich zum Glück weiß, dass Michael Donnelly, unser Superman, seinen Job macht und uns beschützt. Oh gut, ich werde meine schützenden Hände über Sie halten, damit Sie schöne Träume haben. Ich glaube, ich vergeude mit Ihnen meine wertvolle Zeit. Wie komme ich dazu zu denken, dass ich mit Ihnen reden könnte? Nach den Erfahrungen, die ich mit Ihnen gemacht habe, Sie haben viel mehr Freude daran, hinter dem Rücken eines Menschen zu reden. Wie schade, dass Sie so über mich denken. Sie haben sehr viel dazu beigetragen. Oder glauben Sie, dass ich mir das alles bloß ausdenke? Los, drücken Sie schon ab! Hans, nein! Ein Schuss und das ganze Hotel läuft zusammen! Was Sie getan haben, war äußerst dumm von Ihnen. Das ist mein Hoheitsgebiet. Sie genießen keine Immunität hier. Nein, Sie drohen mir nicht. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Sie fassen mich nicht noch einmal an. Ich verspreche Ihnen, man wird Sie wie einen räudigen Hund jagen. Tja, Ihr Freund ist wirklich sehr temperamentvoll. Ich mache nicht gern Geschäfte mit Leuten, die so viel Temperament haben. Das ist auch der Grund, weshalb ich Sie bat, heute Abend allein hierher zu kommen. Sie hatten recht. Ich bin der gleichen Ansicht wie Sie. Wir müssen unbedingt darauf achten, dass unsere persönlichen Gefühle keinerlei Einfluss auf unsere Geschäfte haben. Deshalb sollten wir uns morgen wieder hier treffen. Wir verhandeln weiter, wenn sich die Gemüter wieder beruhigt haben. Das wird das Beste sein. Mir liegt genauso wenig wie Ihnen daran, diese Verhandlung heute Abend noch weiter fortzusetzen. Na gut. Sie haben bis morgen Mittag Zeit, sich zu entscheiden. Wenn Sie das nicht tun, werden wir uns einen anderen Geschäftspartner suchen. Falls ich mich dazu entschließen sollte, dieses Geschäft mit Ihnen zu machen, würde ich mich morgen gern allein mit Chantal treffen. Ich sage Ihnen dann Bescheid. Gut, Sie sagen uns, was Sie wollen und wir sagen Ihnen, was wir wollen. Ich glaube, im Grunde genommen wollen wir beide doch dasselbe, oder nicht? Gute Nacht, Chantal. Es war wunderschön für mich, Sie heute Abend wiederzusehen. Gute Nacht, Helmut. Und träumen Sie was Schönes. Ich weiß, das hätte ich nicht tun sollen. Ich verstehe nicht, was in mich gefahren ist. Ich hoffe nur, ich habe nicht alles kaputt gemacht. Das hoffe ich auch. Was hat sie denn getan? Sie hat ihn geschlagen. Er hat mit seinen Fingern mein Gesicht betatscht. Mit seiner ekligen Hand hat er mich angefasst. Ich fühlte mich dadurch total beschmutzt und dreckig. Ich schwöre, dass es mir schrecklich leid tut. Ich habe nicht gewollt, dass es meinetwegen platzt. Sie müssen sich deswegen keine grauen Haare wachsen lassen. Ich habe ihn genauso angegriffen. Geh du ran. Das wird er sein. Hallo?
Ja. Ich würde mich freuen. Es war Hans. Wir sind für morgen Nachmittag verabredet. Dieter, Sie und ich. Hat ihm wohl nicht viel ausgemacht, die Ohrfeige. Scheinbar. Ich traue ihm trotz allem nicht. Sie brauchen etwas Schlaf. Legen Sie sich jetzt hin, okay? Und was ich noch sagen wollte, Sie waren heute Nacht wirklich perfekt. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Ach so, Cruz, du solltest noch etwas wissen. Diese junge Frau, die bei den Capwells wohnt, Katharina, hat wahrscheinlich von Dieter einen Job angeboten bekommen. Ich weiß nicht, ob das von Bedeutung ist, aber es könnte ja sein. Ja, danke. Ich werde mich darum kümmern. Gute Nacht. Gute Nacht. Weißt du was? Ich habe mir ein wenig Sorgen gemacht. Was soll ich denn erst sagen? Ich glaube, wir hatten ein Riesenglück heute Nacht. Cruz hat recht, Flame. Du brauchst jetzt Schlaf. Ich kann jetzt noch nicht ins Bett gehen. Ich bin viel zu aufgedreht. Ich kenne da ein sehr gutes Mittel, das dir helfen kann. Es wird dir die totale Entspannung bringen. Was? Ich werde es dir zeigen. Ich habe versucht, Michael davon zu überzeugen, mir zu sagen, was mit Dieter los ist, aber er rückt nicht damit raus und ich weiß nicht, ob es mir noch gelingt. Ich weiß auch nicht, wie ich dir da helfen soll. Was ist mit Cruz und Julia? Könnte man die nicht ein bisschen ausquetschen? Ich kann es ja mal versuchen, ob ich was rauskriegen kann. Eins ist sicher, wir müssen vorsichtig sein. Ja. Hallo, ihr beiden, wie geht's? Mason. Cruz? Würdest du mich bitte über Michaels Überwachungsarbeit aufklären? Überwachung? Ja, du hast richtig gehört. Da er für dich arbeitet, wirst du wohl darüber informiert sein, was er macht. So viel ich weiß, tut er nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Da liegst du leider nicht ganz richtig. Da ich mit Dieter Geschäfte tätige, habe ich sehr wohl Grund zur Sorge. Dies ist auch mein Hotel und ich fühle mich verantwortlich für die Sicherheit meiner Gäste. Nun, ich kann dir versichern, dass unsere Überwachung sich weder auf deine Geschäfte mit diesem Mann noch auf das Wohl deiner Gäste negativ auswirken wird. Du kannst also beruhigt sein und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich habe noch was Wichtiges zu tun. Also bis später. Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Kannst du mir was Genaueres sagen? Nein. Das ist sehr eigenartig. Ich habe den Eindruck, dass ich euch nicht glauben kann. Es scheint mir so, als würdest du vor mir etwas Wichtiges verbergen, Julia. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum du das tust. Denkst du, wir können hier nicht erwischt werden? Ganz sicher nicht. Es ist abgeschlossen und ich habe den Schlüssel. Und wo hast du den her, wenn ich fragen darf? Ach, ich habe Freunde in hohen Positionen. Ich denke, das haben wir uns verdient. Sieh doch nur, wie schrecklich das aussieht. Hast du Schmerzen? Es ist doch nichts gebrochen, oder? Nein, es ist nur aufgeschürft. Weißt du was? Hattest Glück heute Nacht. Es hätte auch schlimmer kommen können. Du hast das Schicksal herausgefordert. Ja, das weiß ich auch. Soll ich dir mal was sagen, Michael? Weißt du, was seltsam ist? Na was? Ich muss gestehen, es hat mir auch irgendwie gefallen. Nichts ist so erregend. Du hast dieses riesengroße Spannungsgefühl. Du weißt nicht, ob's gut geht. Ich bin schon süchtig danach. Was ist mit der anderen Flame passiert, die es leid hatte, ihr Leben so fortzusetzen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sie kommen nur von Zeit zu Zeit durch. Ich kann dir leider nichts weiter darüber sagen. Und wieso nicht? Ich glaube, du bist mir eine Erklärung schuldig. Ach, wirklich? Ja. Es geht mich genauso viel an wie dich. Mason, ich kann dir nichts sagen, sonst bringe ich Menschen in Gefahr, die mir sehr wichtig sind. Versteh das doch. Nun, das schreit ja förmlich nach einer Erklärung, also leg schon los. Nein, nein, ich sag jetzt gar nichts mehr. Wir sehen uns morgen. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Nacht. Julia. Ja? Du hast etwas Wichtiges vergessen. Ich bin immer noch Samanthas Vater. Nein, ich habe nicht vergessen, dass du Samanthas Vater bist. Weil ich nämlich sehr glücklich darüber bin. Und? Sind wir jetzt schlauer? Nein, leider noch nicht.
Was habe ich da eben gesehen? Na, was war das denn? Das war gar nichts. Ich danke Ihnen für diesen wundervollen Abend. Es war mir ein Vergnügen. Darf ich Ihnen morgen ein paar Fahrstunden geben? Fragen Sie mich morgen, dann weiß ich, wie stark meine Nerven sind. Gut, bekomme ich dann auch gleich meinen Deutschunterricht? Haben Sie Lust dazu? In Ordnung. Aber bitte nicht, während ich fahre. Nein, ganz bestimmt nicht. Auf gute Zusammenarbeit. Einverstanden? Ja. Abgemacht. Ich vergesse es bestimmt nicht. Versprochen. Ja, also gut, dann reden wir morgen weiter. Okay, gute Nacht. Gute Nacht. Hallo, Cruz. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier sind. Um ehrlich zu sein, ich habe auf Sie gewartet, um mit Ihnen zu reden. Mit mir? Ist denn was passiert? Nun, ich habe heute gehört, dass Helmut Dieter Ihnen Arbeit angeboten hat. Ja, das hat er. Er möchte gern, dass ich ihm ein paar Texte übersetze. Aha, ich will Ihnen nichts vorschreiben, aber Sie dürfen das nicht annehmen. Ist es wichtig für Sie? Ja, das ist es. Ich sagte ihm, dass ich deswegen erst CC fragen müsste. Ich könnte also sagen, dass CC etwas dagegen hat. Ja, das finde ich sehr gut. Ich wäre froh, wenn Sie mir verraten könnten, was los ist. Darüber wäre ich auch froh. Ist schon gut. Sophia hat mir gesagt, dass Sie die vertrauenswürdigste Person sind, die sie kennt. Das genügt mir schon. Ich werde Herrn Dieter sagen, dass ich nicht kann. Danke. Sie war so hübsch. Wirklich schade, dass ich sie nicht kennenlernen konnte. Es ist eigenartig. Was? Nein, nichts. Ich bitte Sie, Katharina. Wenn Sie etwas sagen wollen, dann sagen Sie es. Es ist nicht wichtig. Es ist nur so, dass diese Frau an der Uni, als ich das Bild gesehen habe, musste ich an sie denken. Keine Ahnung, wie das kommt. Ich weiß eigentlich gar nicht, wieso ich das erwähne. Also dann, gute Nacht, Cruz. Gute Nacht. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California Clan. Hier bei RTL.